Hallo, liebe Zuschauer, heute zeige ich euch die T7 Chance, den russischen Kreuzer auf der Mappe Ocean. Kein Superspiel, aber ein sehr solides Spiel und natürlich gewonnen. Also eigentlich mag ich das Schiff Chance nicht. Ich spiele das nicht so gerne, weil die Chance, die ist halt nicht so wendig. Die hat einen Wendekreis wie ein riesengroßes Gefechtsschiff, wie die North Carolina. Und das ist ein Spielstil, der mir eigentlich nicht so liegt. Die Vorteile von der Chance sind halt die richtig guten Kanonen. Ich habe hier auf der Chance meinen 15-Punkte-Kapitän. Das ist derselbe Kapitän, den ich auf der Kutusow habe. Und somit habe ich eine recht gute Tarnung und mein Feuerlegen ist halt 3% stärker. Was wir natürlich ausprobieren hier. Wir versuchen hier Schiffe anzuzünden. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Ein DD von uns, die Nikolas, ist auf dem Weg Richtung C. Wir haben als Hilfe hinter uns noch ein BB. Und wir versuchen C einzunehmen, beziehungsweise ich versuche ihn zu unterstützen. In dem Spiel sind keine Flugzeugträger und das hilft uns natürlich. Da hinten fährt die erste Pensacola. Das erste Schiff, was wir sehen, bewegt sich weg. Unser DD ist fast auf C. Und so wie es aussieht, hat der Gegner gar kein Interesse an C. Was natürlich gut für uns ist. Wenn wir mal C einnehmen können, dann ist das ja viel wert. Ich bin noch nicht gespottet, also es ist kein DD in der Nähe. Und ich warte eigentlich noch mal etwas ab, bis jetzt irgendwo noch andere Schiffe auftauchen. Was ist die Situation hier um C rum? Unser Team will unbedingt A einnehmen. Das ist irgendwie daran gescheitert, dass unser DD auf A nicht draufgefahren ist. Und dort spottet. Da die Pensacola. Die nehmen wir mal unter Beschuss jetzt, aber ich lade erstmal AP. Ich bin ja nicht gespottet. Ich lasse mir da meine Zeit und wir versuchen den zu treffen. Man sieht, ich ziele auf 16 Kilometer Entfernung, aber meine Kugeln. Die schlagen ja viel früher ein, als sie sollen. Was da jetzt genau falsch gelaufen ist, das kann ich gar nicht sagen. Richtig gezielt war, jetzt dreht er ab, okay, das sehe ich ein, dass wir da nicht treffen, aber die erste Salve, die war eigentlich gut eingezielt. Ich nehme jetzt erstmal die Kongo vor. Ja, schieße mal auf die Kongo, das ist mit HE. Wir wollen ja Feuer legen. Die schießt natürlich dummerweise auch noch zurück, aber Gott sei Dank können wir ausweichen. Also die Chance mag das überhaupt gar nicht, wenn BBs auf die schießen. Da ist man ruckzuck, ist man tot. Da muss man richtig aufpassen. So, jetzt bringen wir alle Türme rüber und schießen fleißig auf die Kongo. Die 13 Kilometer weg ist. Ich wollte der Kirov noch mal etwas mitgeben. Ja, die treffen wir auch. Da haben wir das Ruder jetzt weggemacht. Ich vermute, der repariert sofort. Somit schieße ich noch mal auf die Kirov, um die anzuzünden. Was auch funktioniert. Die brennt also jetzt erstmal.
aber ich muss hier weitermachen mit der Kongo. Also ich will unbedingt die Kongo anzünden. Jetzt haben wir ein Feuer auf der Kongo. Und er löscht das Feuer sofort. Also wollen wir wieder Feuer machen. Das hätten wir zwar Feuer gehabt, aber weil er gerade am Löschen ist, der ist also noch immun. Die Feuer bleiben nicht. Aber meine zweite Salve macht wieder zwei Feuer und diese beiden Feuer werden durchbrennen. Er hat ja gerade erst repariert. Und das ist eigentlich, was ich wollte. Die Kirov, die versucht mich irgendwie zu verfolgen. Der will anscheinend Rache haben. Die Kongo trifft nicht. Und dann beschäftigen wir uns doch wieder mit der Kirov. Ich hoffe, dass unser BB da hinten aufpasst. Ja, der rennt auch weg. Weil den könnte man noch gut gebrauchen. Also, wieder auf die Kirov. Die schießt anscheinend auf unseren DD. Der ist anscheinend gespottet. Ich versuche da jetzt mit AP zu schießen, aber die Kirov, die ist schon wieder angewinkelt. Und das habe ich nicht. Ich mache jetzt mit der Chance genau das, was man machen sollte. Das heißt, immer so sich einzelne Schiffe rauspicken und nicht gleichzeitig gegen viele Schiffe kämpfen. Weil die Kyrov, wie gesagt, die hat schlechte Panzerung und das hält die nicht lange aus, wenn mehrere Schiffe auf die schießen. Ja, ich gehe jetzt wieder ein bisschen näher ran. Hier bin ich mir eigentlich unsicher und was ich jetzt schießen soll, aber wie ich es mache, mache ich es verkehrt. Treffen tue ich da nichts. Wir konzentrieren uns wieder auf die Kongo jetzt und versuchen die wieder anzuzünden. Die hat aufgehört zu brennen. Ja, ich bin nur froh, dass er mit der Kongo nicht gescheit trifft. Die brennt schon wieder. Und er hat schon wieder gelöscht, das Feuer. Also, das ist wieder. Jetzt ist die Kongo noch immun gegen neues Feuer. Aber die Salve, wenn die ein Feuer macht, die sollte eigentlich. Das Feuer sollte eigentlich bleiben. Leider nicht getroffen. Schießt er erstmal wieder auf eine andere Chance, die darüber fährt. Die mit AP versucht. Wie ihr sehen könnt, weiche ich den Schüssen von denen immer schön aus. Ich versuche also unberechenbar zu bleiben. Dass ich also immer irgendwie noch woanders hinfahre, als die zielen. So, jetzt haben wir ein Feuer auf der Kongo. Und dieses Feuer wird auch bleiben. Der brennt jetzt erstmal eine ganze Weile. Die New York, die könnten wir mal versuchen. Jetzt habe ich einen dicken Treffer bekommen. Ich weiß nicht, wer mich da getroffen hat, aber das war ein dicker Treffer. Jetzt konzentrieren sie sich alle auf mich, was schlecht ist. Das heißt, ich muss in den sauren Apfel beißen, ich muss abdrehen, die Feuer löschen und mich wieder auf das Schiff konzentrieren, was bei mir am nächsten ist, und das ist die Pensacola. Wir laden AP. Und versuchen jetzt die Pensacola zu treffen. Ja, das war ganz wenig Schaden gemacht. Aber die Pensacola zeigt mir jetzt die Breitseite. Und wenn ich Glück habe, kann ich das ja ausnutzen. Drei Treffer und nicht einen Schaden gemacht.
Da ist ein DD rechts von mir, der versucht mich auch noch zu treffen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit der Pensacola. Die hat so wenig Health, dass sie natürlich tiefer sinken möchte. Ja, da war die Zitadelle und die Pensacola ist weg. Unser DD ist jetzt leider auch gestorben. Wir liegen mit Punkten hinten, weil die schaffen das einfach nicht, hinten die A-Base einzunehmen. Da rechts ist jetzt kurz aufgeblinkt, dieser DD, der da wild mit Torpedos hin und her schießt. Aber ich mache mir da keine Sorgen wegen den Torpedos, weil, wie gesagt, ich bin schwer zu treffen, weil ich ja immer meinen Kurs ändere. Und ich versuche jetzt, diesen DD zu finden. Ich habe mein Flugzeug gestartet. Eigentlich dürfte ich jetzt gar nicht einem DD hinterherlaufen, weil wir wollen gewinnen und ich werde eigentlich da unten an der B-Base gebraucht. Aber ich kann mir auch nicht erlauben, da mit dem, dass ich da einen DD im Rücken habe. Also muss ich den erstmal bekämpfen. Da wir keine Flugzeuge haben, also mein Flugzeug hat ihn jetzt gespottet, wird das schwer, den zu finden. Und ich mache jetzt auch nicht lange mehr mit dem rum, mit dem DD, weil wir sind am Verlieren. Ich muss zurück Richtung B. Ich muss denen helfen. Die versuchen gerade A einzunehmen. Und das sind aber Schiffe Richtung A unterwegs vom Gegner und die möchte ich eigentlich bekämpfen. Ich habe noch eine höhere Reichweite durch mein Aufklärungsflugzeug. Was ich aber nicht wirklich nutzen kann jetzt. Ich bin einfach noch zu weit weg. Also, volle Kraft Richtung B. Ja, da ist meine alte Kongo wieder. Auf die ich ja vorher schon geschossen hatte. Und die bewegt sich jetzt Richtung C. Und das darf nicht sein. Die Kongo darf nicht auf C kommen. Weil wenn die Kongo auf C kommt, wir haben gerade A eingenommen, aber der Gegner, der hat da über 200 Punkte Vorsprung. Also das muss ich verhindern. Ich werde jetzt alles tun, um diese Kongo zu versenken. Ja, das ist nicht einfach mit einem Kreuzer, zumal ich ja nur 4 Kilometer Torpedos habe. Aber Feuer hilft mir da und ich werde die immer schön anzünden. Oh, jetzt schießt er auf mich. Drehen wir mal rein ein bisschen. Gott sei Dank. Alles daneben. Er brennt noch. Und jetzt hat er die Feuer ausgemacht. Das heißt, jetzt ist er noch immun gegen Feuer. Aber diese Salve jetzt, die könnte ihn schon wieder anzünden. Zweiter Schaden. Auf die Aufbauten ziele ich natürlich, ne, mit HE. Nicht auf den Rumpf. Er hat mich jetzt getroffen. Ja, und ich bin, also wenn der noch einmal so trifft, dann bin ich tot. Aber der hat ja eine viel längere Ladezeit als ich. Der ist jetzt schon auf 6,4 Kilometer, er brennt. Aber keine Ahnung, ob ich den jetzt neu erlegt bekomme. Dadurch, dass wir eine Base mehr haben, haben wir jetzt Punktegleichstand. Und das wäre schlecht, wenn ich jetzt noch verlieren würde. Also wenn ich hier versenkt würde von dem. Aber wir versuchen einfach. 2,8 Kilometer, Torpedos raus. Der DD von hinten schießt auch Torpedos auf mich, aber die stören mich erstmal nicht, der trifft eh nicht. Meine Torpedos verpassen.
Also, noch lebe ich und jetzt, ich muss sie treffen. Jawohl, das hat ausgereicht jetzt, diesen einen BB zu versenken. Das Spiel ist gewonnen. Ich habe das sogar überlebt. Und wir haben hier, also das ist ein Mittelklasse-Spiel, aber wir haben zwei Schiffe versenkt. Wir haben 92.000 Schaden gemacht und 54.000 Feuer gesetzt. Und das war halt der Durchbruch. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder.